Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Schau mal Quickie-Projekt und das Spiel, das wir uns anschauen werden. Steel Battalion. Also das Teil, was da hinten immer da, diese Kiste, was da steht. Da habe ich jetzt die Box wieder zurückgegeben, dass ich da nicht ein Loch habe. Für die originale Microsoft Xbox, also das Spiel hier, Steel Battalion, ist gemacht worden, steht ja unten von wegen von Capcom hergestellt worden, programmiert worden und auch veröffentlicht worden für die Microsoft Xbox, war ein Exklusivtitel. Warum? Wegen diesem massiven, mega affengeilen Super Controller, den ich jetzt ganz kurz herzeige. Ihr kennt ihn wahrscheinlich eh, aber trotzdem zeige ich ihn kurz her. Dieses Mörderding, was aus drei Teilen besteht. Hier haben wir die Mittelkonsole, links, rechts und da unten haben wir auch noch drei Pedale. Das rechte Pedal ist das Gaspedal, Mitte ist die Bremse und links ist nicht die Kupplung. Nein, das ist ein sogenanntes Sidestep-Pedal. Damit können wir links oder rechts ausweichen, je nachdem, wo wir es hintun. Und ja, hier auf der linken Seite, ich erkläre ganz kurz halt eben die wichtigsten Sachen, wobei ich zugeben muss, seitdem ich vor Ewigkeiten mal diese Review gemacht habe über dieses Spiel, habe ich diesen Controller nicht mehr aufgebaut. Aber hier links haben wir wunderbare Gangschaltung. Mit dem linken Stick, glaube ich, bewegt man sich eben nach links oder rechts, mehr kann der nicht. Und da oben haben wir so einen Analog-Stick, mit dem, können wir die Sicht verändern. Das da unten gehört zur Startsequenz. Hier die Mittelkonsole, das ist zum Beispiel das Kommunikationstuner-Teil, halt eben also für andere Ruffrequenzen oder halt eben Sendesuchlauf von mir aus. Da oben haben wir halt eben unsere abgespeicherten Radiostationen. Nein, ist alles für die Kommunikation. Muss ehrlich zugeben, ich habe es noch nie allzu weit gespielt, das Spiel. Aber in den Missionen, die Anfangsmissionen bis zur dritten oder vierten, habe ich es, glaube ich, damals gespielt gehabt, Maximum, da hat man die Sachen noch nicht wirklich braucht. Später braucht man die halt eben. Da drüben haben wir halt eben auch noch gewisse Knöpfchen. Ich schaue nur gar, da unten haben wir Night Vision, also von wegen Nachtsicht, Override, Manipulator, keine Ahnung. Weiß ich nicht, vielleicht findet man das sogar raus. Ja, da unten können wir die Farbe verändern von unserem HUD oder HUD, halt eben Head-Up-Display. Die Waschanlage, falls mal dreckig wird. Feuerlöscher, hier haben wir Täuschkörper zum Außerfetzen. Da können wir das Magazin wechseln und hier können wir umschalten zwischen der Hauptwaffe und der Zweitwaffe, die wir haben, wenn wir sie haben. Und hier auf der rechten Seite natürlich der megamäßige Kampfstick halt eben. Da haben wir Lock-On, da haben wir die Hauptwaffe zum Abfeuern. Auf der Vorderseite haben wir die Sekundärwaffe zum Abfeuern, ist meistens das Maschinengewehr. Das ist überhaupt geil. Der Eject-Button. Also, wenn es nicht mehr geht, dann auf jeden Fall drücken, weil dieses Spiel ist eine Art Roguelike-Spiel, wie man so schön sagt, im Videospiele-Genre. Was bedeutet von wegen, wenn ich jetzt da reingehe, ich werde höchstwahrscheinlich erst einen neuen Charakterpiloten generieren müssen und wenn wir im Kampf sterben sollten, dann stirbt auch unser Speicherstand. Deswegen sollte man halt eben diesen Eject-Button drücken, wenn es nicht mehr geht, damit wir unseren Charakter retten. Und hier, das gehört zur Startup-Sequenz, weil eben du musst den Mac muss starten und wenn irgendwas in dem Spiel passiert und der kippt umkippen, du kannst wieder normal aufstehen, aber wenn irgendeine Überhitzung stattfindet oder irgendwas, kann sein, dass das System abschalten, dann musst du ihn wieder komplett aufdrehen und dafür sind die Sachen halt eben für die Startsequenz sind da wichtig und da haben wir halt eben für Monitors, man sieht es eh, ihr könnt es auch lesen, ich weiß eh, kann man hier bestimmte Sachen umschalten. Gut, ich werde das Ganze wieder zurückgeben und ich werde höchstwahrscheinlich wieder rausgezoomt haben, damit wir das Ganze wunderbar sehen können. Was mir jetzt aufgefallen ist im Vorfeld, wie ich mir überlegt gehabt habe, dass ich euch das Ganze drum da wieder mal zeige, war das, dass an sich, sage ich jetzt einmal, stammt das Spiel, also der Controller und das Ganze ist 2002 veröffentlicht worden. Fangen wir so an. Okay, ich weiß, ich rede wieder durcheinander, aber es ist schwierig. 2002 ist das Ganze zum ersten Mal erschienen. Die erste und die zweite Auflage, ich habe die zweite Auflage halt eben, das ist mit der,
jetzt mit diesem roten Zeichen. Die Erstauflage hat ein gelbes Zeichen gehabt, da drüben ist ein gelbes Zeichen. Bei der Erstauflage war jetzt nur das Spiel, Controller war halt eben drinnen in dieser Box. Zweite Variante, die ich hier habe, heißt Line of Contact. Da war das auch noch dabei. Das ist das zweite Spiel. Das ist, so viel ich mich erinnern kann, ich habe mich jetzt nicht super vorbereitet oder was, aber so viel ich mich erinnern kann, das ist nur ein Online-Spiel gewesen, beziehungsweise, dass man gegeneinander spielen hat können oder miteinander online halt eben. Und also mit ein paar Missionen halt eben war das. Und das Originalspiel war natürlich auch dabei. Es gibt dann noch genau eine mördermäßig große, dicke Anleitung, ist auch noch dabei. Wer will, kann sich die durchlesen. Ich habe es natürlich noch nie durchgelesen, ist aber super gemacht. Also das war, ich kann es jetzt da schlecht auch herzeigen, aber du hast halt eben alle möglichen Sachen werden da drinnen beschrieben, teilweise auch Kampftaktiken und so. Ich weiß, ich kann es nicht wirklich Ich fange immer beim Gleichen an. Ich kann es jetzt nicht wirklich so gut herzeigen und ihr werdet es wahrscheinlich auch nicht sehen, überhaupt wenn ich es im kleinen Fenster hätte jetzt da. Aber es wird viel beschrieben. Es gibt nämlich auch mehrere, außerdem, das ist glaube ich in verschiedenen Sprachen, ist das auch noch, oder? Oder? Könnte sein. Ist wurscht. Ist aber glaube ich nur auf Englisch. Wo war ich jetzt da? Also die Anleitung, man kann es sich durchlesen. Wäre an sich nicht schlecht, wenn man die Zeit und die Lust hat, sich das Ganze im Vorfeld durchzulesen, weil in dem Spiel springt man quasi ins Leere. Was ich damit meine, ist, das Spiel hat kein Tutorial oder sonst irgendwas, keine Anfangstrainingsmission oder was, sondern während man eigentlich anfängt, ein VT-Pilot, ein Virtual Tank-Pilot zu werden, quasi die erste Arbeitsstunde, wird diese Basis angegriffen, was wir jetzt gleich sehen werden. Und ja, so viel zu storymäßig weiß ich jetzt auch nicht mehr auswendig, aber es hat irgendwas damit zu tun. Es gibt halt eben eine Allianz, eine gute Allianz und quasi eine böse Allianz. Zumindest wird es so dargestellt. Wir gehören zur guten Allianz und die wird angegriffen von dieser bösen Allianz. Heißt von wegen ein paar Länder haben sich eben zusammengeschlossen zu dieser Allianz. Ich würde das vergleichen halt eben quasi mit dem Ersten Weltkrieg. Da war ja auch dieses Bündnis von mehreren Ländern und dann war das andere Bündnis von den anderen Ländern und die haben dann, irgendwer hat dann angefangen halt eben mit irgendeinem Schaß und ja, deswegen, ich würde es so vergleichen, sicherlich im Zweiten Weltkrieg haben wir das Ganze auch gehabt, so ähnlich, nur das war eher so von wegen, da hat einer angefangen zum Aufmupfen und dann haben sie sich halt eben zusammen von wegen, okay gut, ich halt mich raus, hat es auch gegeben, aber ist ja wurscht, deswegen würde ich es eher mit dem Ersten Weltkrieg vergleichen. Gut, die Sache, was ich jetzt vorher noch erwähnen wollte, war das von wegen 2002, das war eigentlich schon langsam aber sicher der Anfang, wo die ganzen Videospiele 16:9 hatten, vom Format her. Jetzt auf meinem Bildschirm habe ich auch 16:9. Zumindest jetzt einmal mit diesem Menübildschirm. Da ist mir aber aufgefallen, von wegen, wie ich mir mein Video angeschaut habe und auch noch andere Videos, dass eigentlich so wie es ausschaut oder wie es besser rüberkommt, dass das Ganze eigentlich 4:3 ist. Ich bin jetzt da gespannt, weil ich habe das Spiel jetzt noch nicht gestartet vorher. Ob mein Fernseher jetzt auf 4:3 geht. Deswegen werde ich es wahrscheinlich so haben, dass auch jetzt da schon, dass ich das Ganze wie üblich mache bei meinen Quickies, wenn es möglich ist oder wenn es gut ausschaut, dass unter mir das Cover ist vom Spiel und diese Seite müsste sein, ist dann das Spiel geschehen. Gut. Noch bevor wir anfangen, gibt es jetzt noch eine Sache, eben die mir auch noch gerade eingefallen ist. Ich habe ja die zweite Variante, also Line of Contact, mit den blauen Knöpfen. Das ist halt eben von dem Controller her, weiß man, das ist die zweite Charge, was veröffentlicht worden ist, weil beide erste und die zweite Veröffentlichung von diesem Controller, die zweite Variante ist 2004 erschienen, kann man auch noch dazu sagen, und das Ganze drum hat damals ungefähr 200 € gekostet, die erste Variante und die zweite Variante. Beide sind limitiert. Wie stark limitiert, kann ich nicht sagen. Selbst damals in meiner Review, die ich damals gemacht habe, da habe ich nur zwei Zahlen rausgehauen, oder drei eigentlich, und die eine Zahl war das von wegen der 2002, bei der Veröffentlichung hat es 15.000 Stück angeblich in Asien, / Japan gegeben. Nach Europa sind angeblich 3.000 Stück verschifft worden oder veröffentlicht worden und 500 von die 3.000 Stück sind nach Deutschland gegangen. Das sind die einzigen Zahlen, die ich damals gefunden habe und irgendwann
habe ich das nochmal probiert zum Googlen, aber ich komme auf keinen grünen Zweig, es gibt fast keine Zahlen dazu. Ja, ich würde mal sagen, wir lassen es jetzt gut sein, weil ihr wollt sicherlich was vom Spiel sehen und nicht unbedingt jetzt mehr fressen die ganze Zeit mit dem Start, also mit dem Standbild da quasi. Deswegen würde ich mal sagen, wir hupfen eine. Und ich bin auch gespannt, was wir da großartig leisten. Ich weiß gar nicht, was bei Config dabei ist. Ah, okay. Ja, okay, Japanisch oder Englisch. Wir lassen es auf Englisch. Das Ganze mit Output-Types. Ja, okay, lassen wir es. Ja, Controller-Setting, ich werde jetzt nicht drauf drücken, aber was wir es großartig umändern? Du hast einen eigenen Controller für das Spiel. Also, ja, okay. Back to Title hätte ich gemeint, oder? Na, Exit. Okay, erst dann starten wir eine Kampagne. Wir nehmen einen neuen Piloten. Wenn schon, denn schon. Giri. Lassen wir es so. Completer. Ernsthaft? Ja, ist ja wurscht. So, jetzt habt ihr mein Geburtsdatum. Sozialversicherungsnummer gebe ich jetzt aber nicht an, gell? Das sage ich gleich. So. Normal Rookie. Ich spiele es auf normal, es ist wurscht. Ich werde es jetzt nicht extrem lange spielen. Es soll ja ein Quickie bleiben und wie gesagt, ich habe es auch früher, habe ich es gerade einmal, ich glaube bis ins dritte oder maximum vierte Level gespielt. Es gibt mehrere Macs, du fangst halt eben mit einem Mac an und von Mission zu Mission kriegst Credits, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und wenn du einmal, du kannst glaube ich dann später, machen wir die Story, ist ja wurscht. Pacific Rim. Ist auch ein Film, den habe ich noch nie gesehen. So, you must be the new recruit, huh? From today, I am your instructing officer, responsible for your VT training. In the following 6 months of rigorous training, you'll be pushed beyond your limits. When this is all over, you will be the best there is. So you can thank me when I'm busting your powder fresh ass. Is that understood? Understood, sir! Now, yes, sir. I'll show you around the garrison. Yes, sir! Ich habe nicht mal Platz für meinen Kaffee erst. This is the hangar. What's the matter? Sir, may I ask what the VT is called? I've never seen one like it, sir. The M7 Decider. I'm sure you've at least heard the name before. The next generation VT that'll replace the existing models. It's now being tested here. But already it has shown results that far surpass its predecessors. If you prove yourself worthy, you might be piloting one someday. We're moving on. Huh? Sir! Over there is the simulator room. You'll spend at least 8 weeks in there before you can hop into the real thing. Mm-hmm. What? What the? VT in the hangar operational. What? What are you planning? I'll pilot it. Hold them off, sir. No! That's insane. You don't have the qualification to pilot a VT. Let alone an experience with it. I think I can do it looking at the manual, sir. Trust me. No! Wait!
Woher wissen die, was ich vorhabe? What? Sixt. Dann werde ich das Ganze so machen, dann zeige ich euch das Ganze mit der Lichtshow. Erst dann, wir schließen das Ganze mal, das Hatch. Jetzt müsste ich... Lichtshow müsste jetzt gleich losgehen. Entschuldigung, Initiate. Jetzt aber. Ich muss die Dinger einschalten. Erst dann, zack, 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 zack. Und abwarten. Lichtershow! So, und Hadouken. So, jetzt haben wir das auch gemacht. Gut, jetzt bin ich gespannt, was da passiert. Aston. Boah, da ist sie. Boah, das... Schieß ich den... Okay. So, wir gehen mal in den ersten Gang rein. Gas! Ja, der Depp ist draußen. Achtung! Gib ihm! Warnung? Okay. So, pass auf, wir machen mal einen Zoom, oder? Können wir da runter? Danke. Was? Wo ist er? Ja, der steht daneben, aber der kann man doch nichts anhaben. Der steht draußen. Okay, pass auf, wir gehen raus. Au! Der Hund trifft auch noch. Aber jetzt, komm. Na? Kann man? Ja, jetzt haben wir. Na, was jetzt? Ist er? Okay. Okay, irgendwas will er mal sagen. Aber da vorne ist jetzt einmal... Oben sieht man eh am Radar von wegen, von wo da irgendwelche Dinger kommen. Ja, und je weiter man reinzoomt, desto schlimmer wird es mit den Zielen. Will er dem nicht unbedingt... Okay, wir werden von links attackiert. Ach Gott, zoom out! Und da kommen jetzt die... Panzer! Langsam aber sicher muss ich mal... Was, das sind die? Okay, ich habe nicht gewusst, dass die Panzer auf uns fetzen. Hallo, Ken! So. Ja, irgendwas zeigt der Mann, aber das ist noch ein Mac. Da ist er. Theoretisch, solange wir lockern haben... Ah, da ist der Scheiben! Fuck! Jawohl! Einmal nach links, bitte! Was? Was ist jetzt? Mission complete? Es ist nur um die Mechs gegangen? Okay. Gut, ich gehe wieder meinen Gang. Achso, der ist jetzt im ersten Gang drinnen, okay. Was ich vorher noch erwähnen wollte, ist das, wir fangen eben mit einem Mac an. Und ich bilde mir ein, wir können dann später, auch wenn wir nicht versagen sollten, können wir andere Macs kaufen und eben ausstatten mit Munition, also mit, nicht mit Munition, aber halt eben mit verschiedenen Waffensystemen, damit es ein bisschen eine Abwechslung gibt. Und was ich weiß, ist halt eben, wenn du den Eject-Button benutzt halt eben,
weil es nicht anders geht oder just for fun oder so irgendwas, dann hast halt eben jetzt nicht so viel Geld und musst da einen kleineren Mac kaufen. Wenn du dann später weiterkommst im Spiel, wirst du höchstwahrscheinlich immer mehr Credits zusammen haben und dann kannst du immer die immer größere, schnellere und was weiß ich was alles kaufen. Ja, das wollte ich halt eben erwähnen, dass da mehrere Macs gibt. Wie gesagt, ich hab's noch nie so lang gespielt, dass ich jetzt großartig viele Macs da kaufe. Ja, ich drücke einfach drauf, ich skippe das einfach, dass wir zum nächsten kommen. Proceed. Und ich könnte speichern, werde es aber nicht machen. Heishidau. Reinforcements, gibt's welche? Boombox. Siehst du, da unten kann, also ich hab 6000 Punkte. Warum auch immer, was... Aha, okay, das sind meine Reinforcements. Entweder das Ding, unnecessary, weil wir den haben, bilde ich mir jetzt einmal ein. Manufacture Type, Typ Medium. Das ist ein leichter Mac. Und ich weiß nicht, was damit zu tun hat. Mit der Boombox. Ist es, dass wir wirklich eine Musik drinnen haben? Ich weiß es jetzt nicht. Wir bleiben bei unserem. Config, welche Config, von welcher reden wir hier? Na, das ist schon wieder das. Ja, aber ich kann da nichts umändern bezüglich Waffensysteme. Ich weiß es nicht, kann auch sein, dass ich das erst freischalten muss. Lock on is back, weapon is ding, help, side change stick is help. Schauen wir uns mal die Help an. Okay, Help geht nicht. Wurscht, egal. Wir machen weiter. Mission Briefing. Worum geht's? Es ist die Landung in der Normandie. Alright, Gentlemen, listen up. Our battalion will now begin our amphibious operation on the coast of Chavan Haishidau. Also, aufgepasst, meine Herren oder meine Herrschaften, gut zuhören. Unser Bataillon wird jetzt den Anf versuchen, halt eben vom Wasser an Land zu kommen. Und zwar bei der Küste Shaowan Haishidau. Warte mal, das kann es ja nicht sein, das war's. Ja, also unsere Position links, unser Platz. Ja, okay. The operation will commence early today, also heute um 4 Uhr. Was? At 4? 400 wäre 4 Uhr in der Früh. At 5:30 heißt 5:30 Uhr in der Früh. After the preliminary bombardment. Ja, also wir starten diesen Angriff, nachdem halt eben ein Luftangriff stattgefunden hat, eine Bombardierung halt eben von der 8. Mobilen Einheit da. Die Vertol Tanks will be sent out from the assault landing. Ja, also wir steigen genau wie in der Normandie halt eben aus solchen Landebooten halt eben aus, um die gegnerischen Garnisonstruppen zu attackieren. Drei gegnerische Platoons sind stationiert bei diesem Landungspunkt. In addition, it's reported that the Shaowan garrison troops that occupy the coast area consist of tank troops and two coastal gun batteries equipped with 8. Ja, also von wegen der Stützpunkt dort oder diese Festung dort. Erstens einmal hinten diese Bataillons, die sind halt eben VTs und diese Küstenfestung halt eben, die Garnison besteht hauptsächlich aus feindlichen Panzern, Tanks halt eben und zwei Küstenbatterien oder Küstenartilleriestellungen mit 48 cm Kanonen. Seems to have been no increase in enemy strength. There may be some potential resistance from the coast guns and field batteries on units occupying the north. Ja, also sie haben zwar keine Truppenverstärkungen bekommen, aber trotzdem sind B
Some potential. Ja, aber trotzdem ist mit starkem Widerstand zu rechnen von diesen Küstenkanonen und von der Feldbatterie und was weiß ich was. Juni, until the enemy forces are eliminated or supply by Dylan cannot land ashore. Ja, okay, also solange diese gegnerischen Einheiten nicht neutralisiert worden sind, können wir nicht mit Nachschub rechnen. This means you not will be able to receive any supplies until the beachhead is secured. Ja, und halt eben erst nachdem alles sicher gesichert worden ist von uns, kriegen wir Nachschub. So what you fuel and ammo. Ja, also wir sollen auf unseren Treibstoff und unseren Munitionsstand aufpassen. As far as your position starting from the operation of belong to the Oscar Platoon, you are Oscar 3. Wir sind Oscar 3. Rumor has it that you destroyed two wins on your first mission. We're counting on your... Also nach Gerüchten zufolge soll ich angeblich in meiner allerersten Mission, die ja gerade erst gewesen ist, soll ich zwei VTs zerstört haben. Aber nur Gerüchten nach zufolge. Und deswegen zählen sie auf uns und sie wünschen uns das Beste an Glück. Oder viel Glück. Ja, wir werden es brauchen. So, wollen wir mit diesem aus, rausgehen. Optional Armor unarmed, Boombox unload. Fuel Tank, Quantities 2. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da noch großartig was machen können, aber hupfen wir einfach mal rein ins Geschehen. Das nächste Mal muss ich auch schauen, dass ich wirklich auch meine Magazine wechsle. Weil beim vorigen Kampf ist das Ganze schon ein bisschen knapp geworden. Mit der Munition überhaupt halt eben meine Hauptwaffe. Nur das Blöde ist das, ich weiß nicht... Okay, das ist Magazine... Na doch. Wir müssen ja wieder anfangen. Alles da. Zack. Das ist schon geil gemacht. Und sie haben ja auch extra geschaut, von wegen, dass die Grafik da bei dem Monitor halt eben. Die waren alle noch aktiviert. So. Dass die extra verwaschen ist. Dass das nicht so schön ausschaut. Und nur halt eben die Instrumente sollen wunderschön sein von der Grafik her. Weil wir ja nicht wirklich rausschauen aus dem Mech, sondern halt eben das Ganze über irgendwelche Kameras machen. So, wir sollten im Neutral sein. Ich werde mal raufgehen auf den zweiten Gang. Und jetzt müssen wir aufpassen. Und wir haben ja auch noch die Dinger, die ganzen... eben da oben haben wir zum Beispiel noch alle Sachen, die wir durchschalten können. Wobei, den Ding finde ich eigentlich super. Wir können nach hinten schauen. Skyview, Front, Back... Ich würde die Skyview mal lassen. Gut, der ist draußen, das heißt, wir können da mal nachjoinern. Und irgendwie konnten wir auch... auf die unteren Knöpfe kann ich dann einmal schauen, wegen die... ich hoffe, ich bin jetzt dann nirgends reingerannt. Wir müssen auch aufpassen, wir dürfen nicht zu starke Manöver machen, also zu schnell nach links oder rechts, weil sonst kippt unser Mac um. Zoomen mal da ein bisschen rein. Yeah. Es ist unglaublich super präzise das Ganze und nicht ganz so leicht. Gehen wir in den dritten Gang rein. Nicht so leicht halt eben das Ganze da gescheit einzufangen mit. Also zum Zielen, es ist ja Katastrophen teilweise zum Zielen, muss ich zugeben. Reload! Hat er nicht schon? Okay, er hat sie gemacht. Okay, wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht unseren eigenen dort erwischen. Wir sollten außerdem schauen, dass wir ein bisschen woanders hingehen. Ich denke, die depperten Dinger da. Da ist halt eben, dass wir schauen, dass wir die Küstendinger da zusammenfetzen. Die sollten wir jetzt aber erwischt haben. Erstens gibt es ja nicht. Und ich sollte vielleicht nicht unbedingt da überall reinrennen. Ja, ein bisschen vielleicht noch da in die Richtung. Ah.
Aber ich wüsste jetzt kein Mac-Spiel, was so geil ist wie das da. Also das ist wirklich, es ist super, dass das damals rausgekommen ist. Also ich habe mich da auch ja gleich verliebt gehabt, wie ich das gesehen habe. Mich von da gar nicht erwischen erst. Ja, aber von hinten fetzen Stand auf mich, das ist auch nicht gerade lustig. Erwischen wir den? Ne, erwischen wir nicht. Geh komm. Aber jetzt. Ich bin zu knapp dran an dem ganzen Geschehen. Und ich soll vielleicht wieder mal nach vorne schauen, was da passiert. Großartig. Ah! Ich komme mit der Steuerung nicht zurecht. Gut, pass auf, wir machen mal kurz nach. Wir schauen, dass wir nach links gehen. Da hinten sind die VTs. Ja, ich werde von hinten gerade zusammengefetzt, warum auch immer. Meine Maxeln sind wo ganz woanders. Die haben quasi, die sind durchbrochen. Ich sollte auf die Munition auch schauen ein bisschen. Shoot! Nein! Steh auf! Fuck! Steh ganz auf, mein Herr. Danke. So, wir wollen ja ein bisschen da. Ach du Heilige, das ist noch so viel. Okay, es ist vielleicht doch gescheiter, wenn wir weitergehen. Gehen wir dran vorbei. Lassen wir es für später. Da hinten wird auch noch gefetzt. Ja! Ja, Reload, Entschuldigung. Das muss ich ja selber machen alles. Das ist. Gut, mach mal locker. Tun wir uns alle leichter, glaube ich. Ah, nein, das war falsch. Haben wir denn? Zoom out. Huja, huja. Okay. Da hinten ist einer. Ah, da hinten sind noch zwei. Na komm. Ja, die Kleinen kannst glaube ich nicht einmal anvisieren, weil das eben jetzt eigentlich nicht so dramatisch wäre. So. Gut, wo schauen wir hin? Da schauen wir hin. Zweitwaffe haben wir. Ah, das ist die Nahkampfwaffe, voll vergessen, die haben wir ja auch noch. Was? Das war doch die. Zoom! Ja, ich sehe da gar nichts. Ach so, die sind dahinter, was soll denn das? Ja, es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich hier großartig halt eben da Fortschritte mache. Zoom in! Ich glaube, du kannst doch über die kleineren Ziele, also sprich Tanks und sowas, die kannst du, glaube ich, draufsteigen, wenn es sein sollte. So. Wobei das sind. Ich glaube,
das so ein Jeeps sein. Es ist so... Also... Ja, so präzise genau die Steuerung. Du musst so aufpassen. Und das ist jetzt nicht unbedingt wie ein toller Analog-Stick. Was ist da los? Warum ist das Ding verzerrt? Aber jetzt. Das ist... Yikes, was... Okay, das ist die Hauptwaffe, das ist die Sekundärwaffe. Wie gesagt, die Sekundärwaffe bringt mir jetzt gerade nichts. Naja, gehen wir mal weiter. Und ich sollte halt eben schauen, dass ich das Ganze langsam mache. So, da hinten sind unsere. Ah, die kämpfen gegen einen Mech. Dann sollten wir vielleicht kurz helfen. Also müssen nicht, aber wir können. Da gehen wir voll Gas. Ah! Rache! Rache für Wanda! Ah, da vorne ist er. Jetzt kann ich aber gar nicht mehr anlocken. Jetzt haben wir ihn. So, aufpassen. Warte mal kurz. Da vorne ist so... Mission complete, ja. Okay. Yes, okay. Ich habe jetzt geglaubt, ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Und du musst nicht immer alles zerstören. Ja, okay. Sollte man auch irgendwann sagen. Gut, dann gehen wir das Ganze wieder zurück auf neutral und schalten wieder alles ab. Damit wir nachher wieder drinnen sind. So, VT-Damage minus 50. Es ist sehr umfangreich, das Spiel. Genauso halt eben wie dieser Controller. Es ist alles voll wie eine Simulation aufgebaut. Wie gesagt, eine noch realistischere Simulation kenne ich nicht. Also, wenn es um Mac-Spiele geht. Sicherlich, wie haben die auch geheißen, das Mac Warrior zum Beispiel, das habe ich auch und mein Bruder hat es auch gespielt, halt eben. War Affengeil, das Spiel. Earth Siege, glaube ich, hat es ja auch noch gegeben. Wobei, da habe ich, glaube ich, nichts gespielt. Aber halt eben den Mac Warrior habe ich auf jeden Fall gespielt. Und dann auch noch, aber das war voll arcadig. Was wird das gar heißen? Mac Assault. Genau, Mac Assault auf der originalen Xbox. Affengeiles Spiel. Aber das war voll arcadig. Mac Warrior war wieder total simulationslastig. Das ist aber noch ärger, weil du eben diesen Mega-Controller hast, weil die Steuerung an sich, ich sag's einmal so, sehr steif ist. Steif, hat er gesagt. Ja, ich weiß, da sind wir wieder beim Thema, wir sind 18 Jahre im Kopf. Aber es ist einfach so, also der Analogstick überhaupt dieser, für die Waffensysteme, der ist ziemlich eben steif oder schwergängig ist der. Der ist jetzt nicht wie ein Analogstick ganz fein und ganz leicht zu bewegen. Nein, der ist... Es ist wirklich schwierig zum Zielen und wenn du dann rein und raus zoomst, wird das Ganze noch schwieriger zum Zielen. Und wie gesagt, die ganzen Knöpfe und sowas und ich habe noch nicht einmal angefangen, diese ganzen Extra-Sachen, was ich da habe, die man dann später sicherlich brauchen wird, wie zum Beispiel im Täuschkörper, die habe ich noch nicht benutzt. Ich habe noch nicht einmal das Sidestep-Pedal benutzt und. Und halt eben auch da jetzt bis auf die Sachen, ich glaube mal, dass wir, hier kriegen wir die ganzen Punkte, dann merkt man auch von wegen, je mehr man zusammenfetzt, bevor man das Missionsziel erreicht hat, desto besser ist es. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man viel extra Punkte kriegen wird, wenn man das Ganze in einer relativ kurzen Zeit spielt. Also sprich, von wegen die Operationszeit, je kürzer die ist, desto mehr Punkte wirst du kriegen. Aber immerhin, man merkt, je mehr von den gegnerischen Einheiten man zusammenfetzt, desto mehr Punkte kriegt man. Und mit diesen Punkten kann man dann halt eben shopmäßig sich höchstwahrscheinlich Sachen kaufen. Ich nehme auch mal an, so wie wir es am Anfang gesehen haben, da war nur ein leichter Tank oder Virtual Tank zur Verfügung und den wir haben, mit dem wir angefangen haben. Und mit der Zeit schaltest immer mehr mit jeder Mission oder was, schaltest immer mehr Tanks frei. Ich glaube aber auch einmal, dass man andere Waffensysteme irgendwann einmal bekommt. Ich meine, man hat eh gesehen von wegen, du hast zwei Hauptwaffen und zwei Sekundärwaffen, je nachdem wie du die auswählst. Ich nehme mal an, dass man es auswählen kann. Und bei mir war es jetzt davon wegen diese Hauptkanone, das ist es.
Das war halt eben das schwere Geschütz, dann habe ich ein schweres MG gehabt als Hauptwaffe, was ihr eh auch gesehen habt. Und dann das leichte Geschütz von meinen Sekundärwaffen, wie ich umgeschalten habe, war diese elektrische Lanze, die quasi einen Frontalangriff macht, was natürlich nur funktioniert, wenn ein Gegner vor dir steht. Gut, schauen wir mal weiter. Was passiert denn da? Machen wir noch eine, weil weiter bin ich eh noch nicht gekommen. Weil so cool ich das Ganze finde und megamäßig oder sowas, es strauchelt, finde ich. Oder ich kann mich nicht hundertprozentig da reinhauen in das Ganze. Und ich will einfach nicht diesen geilen Controller lange herumstehen lassen, draußen und verstauben lassen. Deswegen, sobald ich fertig bin und man sagt, okay gut, jetzt reicht's, kommt das Ganze wieder in die Verpackung rein. Was ich nicht in der Verpackung habe, sind die alten Styropor-Dinger, die drinnen waren. Ein Freund von mir, der Peter zum Beispiel, mein Sammelkollege, der hat sich damals, wie er das Ding gekriegt hat, hat das einmal ausgepackt, hat jeden Schritt vom Auspacken, hat er fotografiert, von wegen, wie das Ganze reingehört, und er hat es nicht mehr geschafft, das Ganze original so zu verpacken, wie es gehört. Hat er mir damals erzählt, ich war nicht dabei, sonst hätte er ihm helfen können, oder auch nicht, ich weiß nicht, ob es sich zusammengebracht hätte. Und ja, ist aber wurscht. Der Haishidao Forces Occupying Shawan Coast retreated after Mir of Resistance. Okay, sie haben sich zurückgezogen. 7. Special Panzer Division, 34. Spezial Panzer Bataillon hat es geschafft, also ist durchgekommen bei der Landung mit geringen Verlusten in order for to land. Okay, und wir sollen jetzt höchstwahrscheinlich sicherstellen, damit die 32. und die 33. das Spezialpanzerbataillon, damit das auch wirklich landen kann, müssen wir wahrscheinlich, genau, wir müssen die Brückenköpfe sollen wir sichern. Begin a sweep operation to wipe out the remaining enemies. Ja, und wir sollen halt eben die restlichen gegnerischen Einheiten innerhalb eines 5 Kilometer Radiuses von diesem Landepunkt sollen wir säubern. Beachhead! Das war doch C64er. So, schauen wir mal kurz rein, was gibt's da jetzt? Da gibt's noch immer nichts. Oder muss ich. Pass auf. Boombox. Your request for Boombox has been acknowledged. Ja, da passiert noch gar nichts. Pass auf, von mir aus, ich kaufe den jetzt da auch. Geht, es gibt, warte mal, da muss doch noch irgendwas anderes geben. Na, sonst gibt's nichts. So, was? Move out with the ding? Yes, no. Ist das jetzt eh meiner? Ja, das ist eh meiner. So, die Dinger haben wir alle wieder neutralisiert. Beziehungsweise alles in Anfangsposition. Eine, wie gesagt, machen wir noch. Wir sind eh schon auf einer Dreiviertelstunde. Und ich weiß, ich quassel mehr, als was ich spiele. Das heißt, es ist jetzt dann nicht die Mörder-Performance. Aber immerhin, es macht Spaß. Und ich will es auch ja nur zeigen. Ich will jetzt noch nicht ein Show-Off sein. So, starten wir. Cockpit Hatch. Ignition. Filter Control. Oxygen. Fuel. Buffer. VD Location. Und hochfahren. So, gleich gehen wir. Wir haben einen Funkspruch! Wir haben einen Funkspruch! Oscar 3 to Argus. Do you copy? Over. This is Argus. I read you, Oscar 3. Over. Gummi! Also Gummi. Schau gleich einmal, dass wir den einen da vielleicht neutralisieren können. Wir sind im Dschungel! Langsam, langsam, nicht umfliegen. Und es regnet draußen. Also das, es ist so, wirklich teilweise so cool gemacht. Auch mit eher simpleren Sachen, weil das Ganze draußen schaut aus, als wenn das irgend so eine Miniature-Geschichte war. Oh, den haben wir doch schon zerstört, okay. Was ist jetzt mit Kommunikation? This is Argus 3 to Argus. Do you copy? Over. This is Argus, I read you, Oscar 3.
Ja, und? Mehr nicht. Ich finde es auch lustig, dass der den einfach übrig lässt. Na, was ist? Das sind böse Puben. Weg damit. Ich weiß schon, wir sollen die VTs immer zusammenfetzen, aber die machen mehr Spaß. Wir verlassen nicht das Kampfgebiet. Definitiv nicht. Keine Lust drauf. So, ich weiß noch nicht, was ich... This is Oscar 3 to Argus. Do you copy? Ich spiel mich ein bisschen mit den Navig... Ja, okay. Gut. Gut. Hupfen wir wieder ins Kampfgetümmel. Mal kurz waschen. Einen Feuerlöscher brauchen wir jetzt nicht. Vielleicht, warte mal, können wir da Map zoom in so. Ah, da drüben sind sie. Okay. Los geht's. Okay, der ist da oben. Da unten auf der Rückseite. So, kurz mal, warte mal, kurz mal stehen bleiben. Ja, wir sollten vielleicht... Was? Was denn, der lebt noch? Oder ist das ein neuer? Nein, das ist ein neuer. Der Hund flieht, denn er fürchtet um sein Leben. Okay, schauen wir, dass wir von der... warte, links ist einer. Links ist einer, den holen wir uns. Was, wer ist hinter mir? Wo ist der Ding? Nein, das war der falsche Backfield, oder? Ja, was? Oscar 3 hier. I read you, Argus. Over. I'm on it. This is Oscar 3 to Argus. Do you copy? Over. This is Argus. I read you, Oscar 3. Over. Okay. Drehen, ein bisschen gehen. Was bitte? Alter, was los? Ja, und nie direkt auf einen hingehen, das bringt nichts. Im Gegenteil, du solltest immer schauen, dass du zeitlich angreifst, weil eben der fetzt dich sonst zusammen. Shit! Fuck, was mache ich? Wohin gehe ich? Wer bist du, wohin gehe ich? Fuck! Okay, pass auf. Jetzt haben wir das gemacht. Kurz umdrehen. Ah, da ist er. Okay. Nein! Scheiben! Jetzt kipp ich auch um! Steh auf! Okay, pass auf. Die... Ja, schnell waschen einmal. Pass auf, die schalten wir um. Dass wir vielleicht noch mit der Hauptwaffe, dass wir zielen können zumindest. Das ist ganz wichtig. Die haben noch immer keinen Sidestep gemacht, wenn man keinen braucht. Okay, weißt du was? Der steht so knapp vor mir. Fuck! Daneben! Wieso? Alter! Gängerns! Hallo! Was ist? Mach irgendwas, danke! Wo schauen wir hin eigentlich? Ich bin gerade wirklich extrem stark verwirrt, weil ich nicht weiß, in welche Richtung ich muss.
nicht vom Gegner her, sondern eben, dass man auch weiß, wer, wo ich hinschaue, wo ich hinschieß. Nein, 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 jetzt kippt man schon wieder um. Steh auf! Die Sekundärwaffe kann ich nicht. Au! Nein, zu spät! Ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es noch geschafft! Wuhu! Ja, falsche Taktik. Also, nicht immer ist Angriff die beste Verteidigung, weil ich einfach vorgeprescht bin. Am Anfang habe ich mich geglaubt, okay, gut, ich schaue, dass ich vielleicht von der Rückseite halt eben auf diesen Hügel komme, was ich nicht zusammengebracht habe. It's almost impossible to take enemies out located on a cliff from down below. Also von weg, es ist fast unmöglich, dass du oben Gegner zusammenfetzt, die auf einer Klippe stehen, wenn du unten bist an der Klippe, was wir auch gesehen haben. Listen, the enemy had get up on the cliff somehow. There has been a way to get up there. Ja, genau das, was er mir jetzt sagt, wollte ich eigentlich eh machen. Die sind ja auch irgendwie darauf gekommen. Du sollst den Weg suchen. War ja mir auch bekannt, nur... Ich habe mir gedacht, von wegen, ah, warte, da drüben ist ein Feind, ich helfe meinen. Dass mir aber die Munition ausgegangen ist, ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Ja, okay, und jetzt müsste ich halt eben das Ganze noch einmal machen, tippe ich mal drauf. Mission Briefing wäre jetzt noch einmal die Mission, oder? Ah, okay, das Briefing haben wir außerdem gar nicht angeschaut, das haben wir geskippt gehabt. Also da hätte man dann genau gesehen, was wir eigentlich wirklich machen müssen und was die wichtigsten Aufgabenpunkte sind. Ich drücke jetzt einfach durch. Ich will jetzt nur schauen, Reinforcements, was wäre da jetzt? Weil ich habe den Ding ja gekauft. Ich verstehe das nicht. Da müsste es normalerweise ein ganz anderes Menü geben, weil eben links zum Beispiel Guided Weapon, Override, Stealth. Ich weiß, der ist so ausgesucht, aber ich kann nirgends reingehen bei dem Ganzen. Und dann haben wir eh schon. Ja, ist wurscht. Ich müsste mich reinfuchsen oder vielleicht diese Mega-Anleitung mal durchlesen, um wirklich jetzt da viel mehr rauszufinden und das Ganze viel mehr eintauchen in die Materie und rausfinden, was alles geht und bla 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 und mehr üben halt eben, dass ich weiterkomme in dem Spiel. Nur, ich weiß auch nicht, das ist so wie bei Autospiele oder Rennspiele oder was, wenn du da Lenkrad hast oder sowas. Ich kann mich für einige Zeit dafür begeistern, nur irgendwann ist mein Hunger gesättigt. Jetzt wollte ich jetzt nicht unbedingt extrem lang spielen oder was, sondern ich wollte es euch nur zeigen. Deswegen, ich werde jetzt höchstwahrscheinlich nach dieser Aufnahme wieder alles auseinanderschrauben, weil das Mittel und die zwei Seitenteile sind ja angeschraubt. Du hast nämlich, damit das alleine in diese Verpackung reinpasst, sind die jeweiligen Seitenteile, die haben so Flachbandkabel, die musst du zusammenstecken mit dem mittleren und dann hast du Blättchen, die das Ganze verbinden und die werden dann zusammengeschraubt mit einem Imbusschlüssel. Der Imbusschlüssel ist auf der unteren Seite von dem Mittelteil und die Schrauben sind nicht eben dabei. Und das Fußpedal hat einen eigenen Anschluss halt eben und der wird hinten an den Mittelteil angeschlossen. Dann geht vom Mittelteil ein Controllerkabel halt eben zur Xbox. Aber wie gesagt, damals ein affengeiles Ding. Heute finde ich es immer noch geil. Überhaupt halt eben für Sammler ist das ein ultra geiles Teil, weil es was total Außergewöhnliches ist. Es ist der größte Button-Controller, glaube ich noch immer, der jemals veröffentlicht worden ist. Weil selbst der Flatstick oder was hat nicht so viele Knöpfe gehabt damals. Hat ja auch, also ich habe mit Flatsticks in die 90er ungefähr aufgehört. Später hat es dann viel geilere gegeben, nur ich habe meistens die Systeme oder den PC nicht dazu gehabt, dass ich mir sowas großartig kaufe.
Aber auch dort halt eben hast du Schubregler und bla 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 von mir aus, das hast alles gehabt, aber eben nicht jetzt so eine komplette Kommandozentrale. Und damals, wie gesagt, hat es 200 Euro gekostet. Ich wollte das noch ganz kurz erwähnen. Die erste Charge habe ich verpasst. Warum? Es war ja 2002, das war wirklich die aller Anfangszeit, wo ich angefangen habe mit Sammeln. Und ich habe das Teil dann zufällig mal in Aktion gesehen bei einem von meinen Secondhand-Läden, wo ich immer einmal im Monat hingefahren bin, meistens nachdem ich meinen Lohn bekommen habe, dann war man ja ein bisschen flüssig und habe den dann gleich wieder dort rausgehauen. Also nicht den ganzen Lohn, natürlich nur mein Budget, was ich zu der damaligen Zeit zur Verfügung gehabt habe. Und der Besitzer von dem einen Geschäft, der hat mich schon gut kannt und hat eben gewusst, dass ich Sammler bin, und es war schon Routine, dass ich bei ihm vorbeikomme und mir wieder irgendeinen einen Haufen von was weiß ich was kaufe. Und da hat er das zufällig drinnen gehabt, hat eben im Shop aufgebaut und sowas, und hat eben herzeigt oder teilweise Probe spielen lassen und war super geil. Nur er hat damals, glaube ich, 2 oder 3 Boxen davon bekommen, die waren alle schon weg. Also die waren alle schon reserviert und so irgendwas. Aber trotzdem hat er mal gezeigt, voll leid und cool, super. Und kurz bevor das Ganze rausgekommen ist, hat er eben im 2004, hat er mich damals dann noch angesprochen gehabt von wegen und hat dann gesagt, hey du, falls dich interessiert, ich krieg demnächst eine Neuveröffentlichung von dem Ganzen und ich krieg 4 Stück. Soll ich da 1 reservieren? Und ich habe gesagt, ja bitte, reservieren wir. Und deswegen hatte ich das Glück damals, dass ich sowas gekriegt habe, oder beziehungsweise dass ich sowas mal kaufen konnte, weil ich eben quasi, weil mir der Verkäufer quasi die Rutschen gelegt hat, dass ich das Teil auch bekomme. Was jetzt nichts heißt, weil eben der Peter, mein Sammelkollege, der hat halt eben auch eins. Nur ich glaube, der hat die erste Charge, hat der, also die mit den grünen Knöpfen hat er, die Erstveröffentlichung. Und ich weiß jetzt nicht, ich wüsste jetzt nicht, dass das irgendwo extra über einen Freund oder was, dass er sich reservieren hat lassen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals rausgekommen ist, ob es das jetzt großartige Mediamarkt oder sowas gefunden hast. Wahrscheinlich schon, so 5 Stück oder irgendwie so werden es gehabt haben. Aber ich bin trotzdem froh, dass es damals halt eben über diesen einen Secondhand Retro, also Secondhand Videospielladen, dass ich das damals, dass man der das auf Zeiten gelegt hat, für mich reserviert hat, damit ich es mal kaufen konnte. Und das fand ich damals nett von ihm. Aber ich war auch ein Stammkunde, also so viel dazu, das ja, hat halt eben dazugehört. Was ich auch noch interessant finde, ist das in den letzten Jahren, überhaupt in den Anfangsjahren, weiß jetzt nicht mehr Hausnummer, 2004, wie gesagt, ist das rausgekommen, 2006, 2008 oder so irgendwas, habe ich immer wieder so auf eBay nachgeschaut, einfach so, was die Dinger halt eben, um wie viel die weggehen und so. Und damals, die haben eigentlich immer ihren Preis gehalten, also die waren immer sowas 200 Euro, 250, 300 Euro, ja, wenn es verschweißt ist oder irgendwie sowas, ja, dann 300, 350 Euro Maximum. Aber ansonsten, die waren eigentlich immer um den gleichen Preis, wie du es damals gekriegt hast. Und heutzutage habe ich schon mal hier und da reingeschaut, ich will jetzt nicht sagen, dass die Überrarität ist, weil das ist sie nicht. Aber zumindest habe ich gesehen gehabt, dass Leute das Ding anbieten für 500 Euro teilweise. Ich weiß jetzt nicht, ob es das wert ist, weil das ist was, muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube aber nicht, dass 500 Euro wert ist. Vielleicht, wenn es noch wirklich komplett neu ist, noch nie aufgemacht worden ist und alles, ja. Aber, ne, ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht später irgendwann einmal, wenn in 10 Jahren oder was, dann von mir aus, weil es eben noch weniger davon gibt, aber ja. Ja, aber das soll es jetzt gewesen sein. Ich quatsche schon wieder ins Ewige und gebe euch eigentlich keine Infos, sondern das ist mehr Geschwafel, was ich da jetzt raushau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde es empfehlen, halt eben, wer die Chance hat, soll es einmal ausprobieren. Es macht Spaß, es ist schwierig, aber es macht Spaß. Und ich hoffe einfach mal, euch hat Spaß gemacht, mir zuzuschauen bei dem Ganzen. Ich hoffe auch, dass ich das Ganze richtig geschnitten habe, dass, wenn es um einen Controller geht, dass ich da rausgezoomt habe. Oder beziehungsweise halt eben das Kamerabild groß gemacht habe und dann wieder klein gemacht habe für das Ganze. Interessanterweise jetzt das 16:9 Look war gar nicht mal schlecht, aber ich werde es höchstwahrscheinlich doch auf 4:3 gemacht haben in dem Video. Weil ansonsten wäre da unten jetzt da kein, nicht das Cover vom Spiel halt eben. Aber ja, das soll es jetzt gewesen sein. Also Steel Battalion für die originale Microsoft Xbox mit dem affenmäßigen Über-Monster-Controller. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen bei dem Ganzen, und ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet, und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch, bleiben geil, tschüss. Baba.